Passloop. Diese Passübung ist auf 8 Spieler ausgelegt und soll unterschiedliche Spieleröffnungen simulieren sowie zahlreiche technische und taktische Elemente beinhalten. Wir starten mit 2 Spielern am Starthütchen. Davor ein zentraler Mitspieler, ca. 7 Meter entfernt und leicht nach rechts versetzt. Daneben noch ein weiterer Spieler, ca. 5 Meter weiter rechts versetzt. Der gleiche Aufbau ist gespiegelt auf der anderen Seite. Begonnen wird mit einem Pass in die Mitte. Der Ball wird nach einer Auftaktbewegung zum Startspieler klatschen gelassen. Achten Sie darauf, dass der Ball auf den inneren Fuß des Anspielers abgelegt wird, um eine möglichst schnelle und saubere Spielfortsetzung zu erlangen. Vom Anspieler wird der Ball nun auf den Spieler außen gepasst, der sich ebenfalls mit einer Auftaktbewegung hin zum Ball vom Hütchen löst und den Ball nochmals ablegt. Achten Sie hierbei darauf, dass sich der äußere Spieler in einer offenen Stellung zum Ball anbietet und den Ball mit dem Gegner fernen Fuß, in diesem Fall ist das der linke, prallen lässt. Mit einem Pass in den Lauf wird der Spieler außen auf die gegenüberliegende Seite geschickt, wo er mit einem Doppelpass um das Starthütchen auf der anderen Seite die Runde beendet, sich dann dreht und für das kommende Anspiel bereit macht. Gewechselt werden die Positionen nach jedem Pass. Vom Starthütchen in die Mitte, von der Mitte nach außen und von außen zum gegenüberliegenden Starthütchen. Starten Sie an beiden Starthütchen oben und unten zur gleichen Zeit. So entsteht durch die beiden Bälle ein endlos Rundlauf mit zahlreichen Wiederholungen und mit viel Bewegung. Variante. Der Aufbau bei der Variante bleibt gleich. Nun eröffnet der Startspieler aber die Runde mit einem Zuspiel auf den äußeren Spieler, der sich wie schon im ersten Teil mit einem Auftakt löst und den Ball danach ins Zentrum ablegt. Der zentrale Spieler lässt den Ball nun zum Anspieler klatschen. Der Pass sollte mit dosiertem Tempo erfolgen und nicht zu weit nach außen abgelegt werden, da der Passwinkel sonst zu spitz werden kann. Der Anspieler spielt den Ball wieder nach außen in den Lauf des bereits startenden Mitspielers. Die Runde wird mit einem Zuspiel auf den gegenüberliegenden Startspieler beendet, der sich nach hinten vom Hütchen löst, einen Doppelpass antäuscht, den Ball dann aber hinter dem Hütchen in Richtung seiner neuen Mitspieler mitnimmt. Achten Sie wieder auf offene Stellungen Ihrer Spieler und auf präzise Zuspiele auf den gegnerfernen Fuß. Die Positionswechsel sind vom Start nach innen, von innen nach außen und von außen ans gegenüberliegende Starthütchen. Variante. Das Anspiel des Startspielers erfolgt nun links vom Hütchen mit dem linken Fuß ins Zentrum, nachdem er die Finte ziehend zurück um das Hütchen herum gemacht hat. Nach dem Pass löst er sich rechts um das Hütchen herum und läuft dem mittleren Spieler entgegen, der den Ball in die Hand nimmt und wieder zurück zum Startspieler wirft. Der Ball sollte nun mit der Brust angenommen und möglichst schnell Dropkick nach vorne gestoppt werden, um eine saubere und schnelle Spielfortsetzung zu gewährleisten. Wird der Ball zu kurz geworfen, kann er natürlich stattdessen auch mit dem Oberschenkel gelenkt und dann gestoppt werden, beziehungsweise auch direkt per Dropkick. Der Spieler außen täuscht eine kurze Freilaufbewegung an, bricht diese dann aber ab und startet zum gegenüberliegenden Starthütchen, wo der Mitspieler schon auf das lange Zuspiel wartet. Er lässt den Ball nochmals auf den Spieler außen klatschen, nimmt ihn hinter dem Hütchen nach rechts mit und startet wieder mit der Finte ziehend zurück in die neue Runde. Die Positionswechsel sind wie bei der ersten Variante vom Start nach innen, von innen nach außen und von außen ans gegenüberliegende Starthütchen.